Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man zwei Räume auf verschiedenen Niveaus zeichnet, wie man hier in der 3D-Ansicht sieht. Der Raum hier links ist um 50 cm angehoben. Und jetzt zeige ich, wie man das Gelände drumherum zeichnet, mit Hilfe von Höhepunkten, wie man ein Haus am Hang zum Beispiel zeichnen kann. Und zwar geht man hier oben auf Gelände und auf Höhepunkt. Jetzt zeichne ich um das Haus herum das Geländeniveau. Also erstmal 0 Meter. Man zeichnet ein Gelände direkt auf dem Boden erstmal. Also auf der Höhe von hier unten, von der Kante. Da sind 0 Meter. Ich zeichne hier einmal einen Höhepunkt mit 0 Metern, hier 0 Meter. Und da das Gebäude hier in der Mitte 0,5 Meter über dem Erdboden ist, soll das Gelände genau da auch 0,5 Meter über dem Erdboden sein. Auf der Höhe der Mitte wähle ich hier also aus 0,5 Meter. Dann zeichne ich weiter hinten noch einen Höhepunkt, der genauso hoch ist, also auch wieder 0,5 Meter über dem Erdboden. Hier in der Ecke auch. Dann noch einen letzten hier in der Mitte, wie auf der anderen Seite. Und mit der rechten Maustaste beende ich die Funktion. Jetzt sieht man in der 3D-Ansicht, dass das Gelände gezeichnet ist. Es fängt hier links auf dem Niveau 0 Meter über dem Erdboden an. Dann wird es angehoben bis hierhin auf 0,5 Meter über dem Erdboden. Und hier oben ist es auch flach, aber also alle Höhepunkte sind 0,5 Meter über dem Erdboden gesetzt. So zeichnet man also ein Haus am Hang. Und was man wissen sollte, ist, das Gelände geht auch, also man sieht das Gelände auch im Haus jetzt. Deswegen macht man einen Geländeausschnitt. Das Gelände soll innerhalb des Hauses nicht zu sehen sein. Hier habe ich jetzt vier Punkte gezeichnet. Klicke die rechte Maustaste und innerhalb des Hauses ist jetzt das Gelände ausgeschnitten. Jetzt kann man dem Gelände noch eine Textur zuweisen. Dazu gehe ich auf den 3, also klicke ich im Projektmanager auf 3D-Ansicht, wähle das Gelände aus. Klicke hier auf Oberflächen, obere Oberfläche, klicke hier drauf und eigentlich befindet man sich dann hier in dem Ordner. Klickt auf Struktur zum Beispiel und wählt hier die grüne Struktur aus, klickt auf Schließen und jetzt haben wir so ein Rasenmuster zum Beispiel.